So, Rennen Nummer 18, Mexiko. Langsam wird's ernst. So, erstmal aufs Wetter schauen. Ah ja, alles trocken, sehr gut. Die sieht aber eigentlich ganz gut aus. 50%, 31, 55. Ja, brauchen wir nicht wechseln. So, können wir dann noch entwickeln? Ich würde sowas in der Art empfehlen. So. Gut. Dann rein ins erste Training. Willkommen zu einem allerdings verregneten Training hier in Mexiko. In wenigen Augenblicken geht es los, lehnen Sie sich also zurück und entspannen Sie sich. Bis jetzt sind keine Autos auf der Strecke, aber wir werden in ein paar Minuten grünes Licht sehen und alle Augen sind dann auf den Himmel gerichtet. Stefan Römer, man hofft instinktiv, dass irgendwo vielleicht doch mal ein ganz klein wenig blauer Himmel zu sehen sein wird. Es sieht nicht so aus, als würde das in nächster Zeit passieren, oder? Ich bin mir nicht sicher, wie viele Teams bei diesen Bedingungen ihre Autos auf die Strecke schicken werden. In der Boxengasse laufen ein paar Typen mit Laubbläsern herum und versuchen wenigstens die schlimmsten Pfützen wegzubekommen. Aber wenn du mich fragst, eher vergeblich, solange die Verhältnisse so sind, wie sie sind. Gut, der beste Weg, um Wasser von der Strecke zu entfernen, ist, indem man Autos auf die Strecke schickt. Das Problem ist nur, niemand will der Erste sein. Sobald ein, zwei vernünftige Rundenzeiten am Monitor auftauchen, werden die anderen garantiert nachziehen. Ja, dann tun wir das mal. Ich hoffe, dass das das einzige Training ist, was verregnet ist. Hm. Warte mal. Ja. Ja, ist es. Mexiko. Mexiko, das da ist es. Dann fahren wir raus. We'll make the changes you requested. Ja, es ist sehr rutschig. Das halt ein bisschen mithelfen beim Bremsen. Ja. So.
So. Bisschen aufpassen hier. Die schafft mal die Zeit. 1,3 Sekunden schneller. Schnell. Okay, dann haben wir gleich leichten Regen. Gehen wir mal in die Garage. So. Okay. Ne, er sagt mir gerade jetzt, Intermediate sind richtig. So. Wenn man alles auf Full wird, ne? Jetzt gehen die Zeiten. Da momentan. So.
might be a good idea to run fuel mix one for this session. Save some engine mileage that way. Was? Eins? Ja, Getriebeproblem. Scheiße. Das erklärt's auch gerade. Scheiße. Dürfen wir das Getriebe einbauen? Trainingsgetriebe, okay, das geht ja noch. Dann haben wir das Trainingsgetriebe rein. Session ist abgeschlossen, also sehen wir uns unsere Top 3 noch einmal an. Hülkenberg, Butler und Carlos Sainz Jr. Was für eine unglaubliche Trainingssession. Aber der Spaß ist damit noch nicht zu Ende. Der Rest des Wochenendes liegt noch vor uns. Mhm. Erste Freitraining durch. Gut. Dann rein in Training 2. So. Genau, Auto-Einstellung, das war's. So, neues Setup. So, we'd like to run the acclimatization program if you have a chance before qualifying. So. Schlagen wir mal zurück. Eins da vorne auf Soft, okay. Thank you.
bisschen langsamer. Wir fahren auf Standard, kein Wunder, dass es nichts wird. Mit dem Medius wird es wahrscheinlich nicht werden, als wir an die Spitze rankommen. Gut durch die Ecke hier durchgekommen. Das reicht nicht für ganz vorne. Wahrscheinlich diesmal nicht. Und da jetzt alle Fahrzeuge die Ziellinie überquert haben, schauen wir jetzt noch einmal die drei Bestplatzierten. Gasly, Hamilton und Max Verstappen. Leider müssen wir uns schon verabschieden, das freie Training ist vorbei, aber wir werden in Kürze mit mehr Formel 1 Action für Sie zurück sein. Aber alles auf Softphones, alles auf Rot. So.
So. Das ist halt schon mal wie lila, das ist gut. Die Runde wird nichts. Jetzt sowieso nicht. Ja, ich muss mit den Reifen jetzt ein bisschen aufpassen. Die sind nämlich natürlich komplett überhitzt. Ja, noch eine Runde wird sicher mit den Reifen, das ist klar. Keine gute zumindest. Sache, er will keine gute Runde werden. Ja, egal. So, gut, dann haben wir's.
Es wird Zeit, noch einmal einen Blick auf die drei Bestplatzierten zu werfen. Richter, Leclerc und Lukas Weber. Das war's. Das Training ist endlich beendet. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Gut. Mal hier noch. Okay, keine weitere Infos, die irgendwie relevant sind, und dann verabschiede ich mich hier.